Ob Toast, Weiß- oder Roggenmischbrot, die Stulle gibt es in unzähligen Varianten. Und vielfältig ist sie dabei auch noch. Das haben jetzt jedenfalls die Teilnehmer des Wettbewerbs Büschnecks Topstulle gezeigt. In 3 Runden durften 12 Kandidaten beim Brotbelegen ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Aber was braucht ein Butterbrot überhaupt, um als Topstulle durchzugehen? Für mich selber persönlich muss die Topstulle so sein, dass sie eben geschmackvoll ist, praktikabel ist, schnell zu machen ist und dann eben auch vom Nährwert her wertvoll ist. Für mich muss das perfekte Butterbrot auf jeden Fall richtig schön kross und rösch sein. Das heißt, es darf nicht durchgeweicht haben. Beispielsweise, indem man einfach die Tomate auf die Brotscheibe legt. Da muss immer noch eine Barriere wie zum Beispiel ein Salatblatt mit dazu. In der ersten Runde des Wettbewerbs geht es aber zunächst einmal nur um das Optische. Denn da müssen die Kandidaten die Stulle zubereiten, mit denen sie sich zuvor für den Finaltag qualifiziert haben. Ob Sportsweltstulle oder Bergsteigerfrühstück, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und so werden in der ersten Runde 12 verschiedene Butterbrotvarianten kreiert. Für die Fachjury kein leichtes Urteil, denn am Ende können nur 6 Teilnehmer in die nächste Runde kommen. In der zweiten Runde wird eine gesunde Stulle, die schnell praktikabel gemacht werden kann, zubereitet, die wirklich auch jemand mitnehmen kann zur Schule oder in die Arbeit, also wirklich als Butterbrot geeignet ist. In der letzten Runde stehen sich dann nur noch 3 Kandidaten gegenüber. Jetzt geht es darum, eine warme Stulle zu kreieren. Die warme Stulle ist dann gedacht, wenn man abends nach Hause kommt und Hunger hat. Also schon ein bisschen was Kräftigeres auch. Egal ob mehrlagig, bunt belegt oder mit verrückten Zutaten. Gewonnen hat jetzt schon jeder der 3 Finalisten. Der erste Preis ist ein Thermomix. Freue ich mich auch für die ganzen jungen Haushalte, dass sie gewinnen. Der zweite Preis ist ein Sommelierabend hier, wo wir Brot und Wein mit Käse verköstigen. Und der dritte Preis ist ein Verwöhnwochenende in einem entsprechenden Hotel. Nach 3 Runden ist es soweit. Und der Sieger des Wettbewerbs Büschnecks Topstulle steht fest. Der Gewinner, die Gewinnerin ist... Die Frau aus dem Stau, die Frau Kessler. Ja, jetzt fahren wir erstmal zurück nach Hause und dann werde ich erstmal mit meiner Familie anstoßen und mit den Freunden, ja, und den Thermomix begießen. Und als Snack dazu gibt's mit Sicherheit ein Butterbrot.